Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ist Dienstag, der 15. Dezember und seit gestern gilt bei uns in Sachsen der harte Lockdown, der sich ab morgen bundesweit ausdehnen wird. Also ab morgen haben wir in Deutschland den harten Lockdown, so wie auch im Frühjahr diesen Jahres. Seit Ende letzten Jahres beschäftige ich mich ausführlicher mit der C-Thematik. Ich spreche jetzt mal das bestimmte Wort nicht aus. C wird ein gewisser Virus genannt, der uns in diesem Jahr besonders geplagt hat, allerdings anders als die meisten meinen. Ich habe wirklich viel Zeit in Recherchen, Diskussionen und Gespräche gesteckt, um mir ein Bild davon zu machen, was sich jetzt hier seit Ende des Jahres global ausgebreitet hat, beziehungsweise dann seit Anfang diesen Jahres. Und es gibt wirklich gute Gründe dafür, sehr, sehr kritisch zu sein, sehr, sehr kritisch die Dinge zu betrachten, die wir jetzt hier sehen. Und sich auch zu fragen, ob die Maßnahmen überhaupt verhältnismäßig sind. Gerade wenn man sich die Zahlen anguckt, gerade wenn man sich diesen Test anschaut. Also ich bin sehr skeptisch und kritisch und habe auch einige kritische Videos dazu gemacht. Einige auch mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp und zwei davon sind uns auch gelöscht worden. Deswegen haben wir uns vorgenommen, uns auf YouTube zurückzuhalten, uns nicht mehr groß weiter kritisch zu äußern, weil wir haben hier auf YouTube keine Meinungsfreiheit zu diesem Thema, aber auch zu anderen Themen. Es kann sich nicht wirklich differenziert und offen zu verschiedenen Themen, aber vor allem zu diesem C-Thema nicht mehr geäußert werden. Das würde ja das Narrativ beschädigen. Kritisch äußern wir uns nur noch auf Telegram. Ich persönlich habe einen Telegram-Kanal, da findet ihr viele Inspirationen zu den Themen, die ihr auch hier hauptsächlich auf meinem Kanal findet, aber ich äußere mich auf diesem Kanal auch kritisch zu dieser C-Thematik. Und dann gibt es noch den Telegram-Kanal Vogelperspektive mit dem Henry zusammen, da ist seit kurzem auch ein guter Freund dabei. Und auf diesem Kanal gibt es regelmäßig Infos, kritische Infos zur C-Thematik, aber auch zur US-Wahl und noch einige andere Themen, die man durchaus mal hinterfragen und kritisch sehen kann. Das heißt nicht, dass wir alles glauben, was wir da rein posten. Wir wollen einfach nur zum Nachdenken anregen. Übrigens hat der Arzt meiner Kinder mir im September erzählt, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für ihn nicht medizinisch begründet ist, sondern dass es einfach Politik ist, politische Machtausübung. Und er wundert sich, warum es Ärzte gibt, die das mitmachen. Er meint, jeder, der Medizin studiert hat, müsste das eigentlich wissen. In unseren großen Medien kommen ja vor allem Ärzte und Wissenschaftler zu Wort, die das Masketragen befürworten. Aber es gibt auch einen großen Teil an Wissenschaftlern und Ärzten, die nicht zu Wort kommen, die man einfach ausblendet, die dann nur in den alternativen Medien sich Gehör verschaffen können. Übrigens geht der medizinische Assistent des Arztes meiner Kinder nicht mehr einkaufen, seitdem es die Maskenpflicht gibt. Er lässt sich alles nach Hause liefern, weil er diesen Wahnsinn nicht mitmachen möchte. Ich habe gestern auf Telegram einen schönen kleinen Text zum Thema Enttäuschung gefunden von einer Katharina Roland und den möchte ich euch jetzt vorlesen. Sei bereit, enttäuscht zu werden, denn die Täuschung hat dein Licht verdunkelt. Es ist höchste Zeit, dieses Licht wieder strahlen zu lassen. Noch vor nicht allzu langer Zeit habe ich das Wort Enttäuschung negativ empfunden, so als würde mir etwas Liebgewonnenes weggenommen werden. In gewissem Sinn ist das ja auch so. Was aber, wenn sich dieses Liebgewonnene als etwas gar nicht so Liebes herausstellt? Was, wenn ich mein Leben lang eine Meinung oder eine Institution für wahr und hilfreich erachtet habe und sich diese aber als Lüge und bösartig herausstellt? Ist es dann nicht wunderbar, dass ich enttäuscht werde, dass die Schleier der Lüge sich lichten, dass ich die Wahrheit dahinter plötzlich erkennen kann, auch wenn ich mich von alten Idolen, Gedanken, von altem Uniwissen oder Realitätskonstrukten verabschieden muss, auch wenn diese Lügen mich schon ein Leben lang begleitet haben? Besser jetzt als noch später in meinem Leben, denn die Wahrheit wird mein Licht, das ich bin, immer mehr zum Leuchten bringen. Daran erkenne ich sie auch, die Wahrheit hinter den Dingen. Ich möchte hier an dieser Stelle zwei Bücher empfehlen. Einmal Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, dieses Buch wurde Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben, und Propaganda von Edward Bernays. Dieses Buch wurde, glaube ich, um 1923/24 geschrieben. Und in diesen beiden Büchern wird beschrieben, wie man eben die Masse manipulieren und beeinflussen kann. Und zur damaligen Zeit gab es nicht das Internet, es gab kein Fernsehen, ich glaube auch kaum Radio. Wenn man weiß, was es heute für Werkzeuge gibt, um die Menschen zu beeinflussen, um Menschen in eine gewisse Richtung zu lenken, dann sollte man das, was jetzt gerade hier so global passiert, nochmal besonders kritisch betrachten. Im Frühjahr habe ich zwei Videos veröffentlicht, in denen ich gezeigt habe, wie ich das Tragen einer Maske weitestgehend
vermeiden kann. Ich muss noch dazu sagen, meine Jungs und ich, wir haben überhaupt keine Maske. Meine Jungs tragen Buff. Ich habe im Sommer auch einen Buff getragen. Und jetzt im Winter habe ich einen schönen warmen Schal, den ich dann einfach, wenn es denn mal sein muss, einfach ein bisschen weiter nach oben ziehe. Ich hatte in den Videos einige Möglichkeiten gezeigt und heute gibt es ein Update. Die meisten Lebensmittel lassen wir uns ins Haus liefern. Ich bestelle ja schon seit über 15 Jahren regelmäßig bei einem regionalen Bauern und lasse mir praktisch biologisches Obst und Gemüse ins Haus liefern. Das ist sehr praktisch, wenn man gewisse Einkäufe vermeiden möchte. Heute ist Freitag und Freitag ist bei uns Biokistentag. Heute sind zwei Biokisten gekommen. Seit Oktober 2004 bestelle ich fast jede Woche bei einem regionalen Bauern vorrangig Gemüse und grünes Blattgemüse, auch manchmal etwas Obst wie zum Beispiel Zitronen und Orangen oder auch regionale Äpfel. Vieles ist wirklich aus der Region oder aus Deutschland und einiges wird dann im Bio-Großmarkt dazugekauft. Das ist der Inhalt meiner Bio-Kiste. Schön vielfältig und bunt und mich erfreut immer der große Grünanteil. Einige Lebensmittel sind nicht aus der Region bzw. aus Deutschland, zum Beispiel die Zitronen und die Gurken, die sind aus Spanien und ich meine der Brokkoli auch, der kommt nicht mehr aus Deutschland. Und bei dem Blumenkohl bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der noch aus Deutschland ist oder eben auch von weiter her kommt. Aber sonst sind die meisten Lebensmittel regional. Ihr seht hier Kartoffeln, Grünkohl, den Blumenkohl, dann ein Bund Petersilie und ein Bund Koriander. Dann haben wir hier noch Schwarzkohl, Brokkoli, dann Pastinake, Schwarzwurzel, dann eine große Sellerieknolle noch mit dem Grün dran. Daraus kann man auch fantastisches Selleriesalz herstellen. Da habe ich dazu auch schon ein Video veröffentlicht. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Dann haben wir hier regionale Birnen, regionale Äpfel, Wurzelpetersilie, Möhren, dann hier drei kleine Hokkaido-Kürbisse, dann die Zitronen, zwei Gurken, Lauch, dann hier Rosenkohl, da sind die Blätter zwar außen schon ein bisschen gelb, aber ich putze den dann einfach und der kann wunderbar weiterverwendet werden. Und dann haben wir hier noch einen großen Kohlrabi. Seit Frühjahr bestelle ich auch ab und zu bei Delicado 48, das ist ein kleines Familienunternehmen in Spanien und Andalusien. Da bestelle ich vor allem reife Früchte, Gemüsefrüchte, etwas Gemüse und Stangensellerie. Seit Frühjahr bestelle ich jede Woche oder alle zwei Wochen in Andalusien vor allem südliche Früchte oder Stangensellerie. Der ist auch diesmal dabei. Und ganz tolle Bananen. Ihr seht, die sind noch ein bisschen grün, die können auch nachreifen. Ich mag ja Bananen nicht so gern, aber diese spanischen Bananen, die sind doch ganz lecker. Was ist noch dabei? Cherimoya, Kaki-Früchte. Dann haben wir hier kleine Tomaten. Und hier unter den Kakis befindet sich auch noch was. Granatäpfel. Ab und zu bestelle ich auch bei Jurassic Fruit vor allem auch reife Früchte, aber auch Nüsse, Trockenfrüchte und Lavaerde für meine Haarpflege. Für alle Erstbesteller bei Jurassic Fruit gibt es 10% Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Ihr findet den Link zu Jurassic Fruit und den Rabattcode unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wenn möglich, sammle ich in diesen Zeiten in der Natur natürlich auch Wildgrün. Ich hatte im November auch ein Video dazu veröffentlicht, welche Wildpflanzen ich im November noch finde. Und wenn es wirklich mal ganz kalt wird, findet man immer noch zwei, drei Wildpflanzen, vor allem Brombeerblätter, die kann man das ganze Jahr über, also auch im Winter verwenden, zum Beispiel für grüne Smoothies. Oder auch die Vogelmiere, die ist sehr beständig und trotzt auch sehr kaltem Wetter, wenn es nicht zu sehr in die Minusgrade geht. Und ich finde auch noch weit in den Winter hinein, zum Beispiel Taubnessel und Gundermann. Und da habe ich schon ein paar Wildpflanzen, die meinen Speiseplan wundervoll ergänzen können. Natürlich darf auch nicht die Sprossen- und Grünkrautzucht fehlen. Bei uns in der Küche wächst fantastisches, knackiges Erbsengrünkraut. Dieses ziehe ich einfach aus grünen, keimfähigen Erbsen. Das kann man so essen oder aber auch entsaften. Ich praktiziere beides, am liebsten entsaften und ab und zu esse ich auch dieses
frische, knackige Grün. Das wächst gerade bei mir in der Küche. Da haben wir hier drei Schalen. Da wachsen Rettichsprossen bzw. Rettichgrünkraut. Hier in diesem großen Glas wachsen Alfalfasprossen. Das sind Beluga-Linsensprossen, Boxhornklee-Sprossen. Das sind braune Linsen. Hier wachsen Mungbohnensprossen. Und in diesen beiden Gläsern lasse ich gerade Roggen keimen und daraus stelle ich leckere Lebkuchen her. Zum Schluss gibt es noch einen Einblick in meinen Vorrat an grünen Pulvern, Presslingen, Trockenfrüchten, Nüssen und selbstgedörrtem. Das sind meine grünen Pulver, die habe ich auch meistens auf Vorrat da, Grassaft, Silizium, Wildkräuter, Siebenkräuter, grüner Saft, dann Mikroalgen, Spirulina und Chlorella-Presslinge, alles von Lebenskraft pur. Und kürzlich habe ich mir ein ganz tolles Spirulina-Pulver aus Hawaii bestellt vom Regenbogenkreis. Diese grünen Pulver nehme ich vor allem im Herbst und Winter, wenn es nicht so viel frisches Grün gibt, regelmäßig zu mir. Ich verlinke euch einige der grünen Pulver unter diesem Video bzw. findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Meine Vorräte an Trockenfrüchten, Nüssen, selbstgemachten Pulvern habe ich ja auch schon in einigen Videos gezeigt. Hier oben stehen zum Beispiel verschiedene Trockenfrüchte, teilweise selbstgedörrt, teilweise gekauft, also Feigen, Checkfrucht, Physalis, dann auch getrocknete Tomaten. Ich habe auch selber Zwiebel, Knoblauch und Lauch getrocknet, auch Tomaten selber getrocknet, Bananen selber getrocknet. Hier sind auch noch Zwiebelringe neben den Tomaten rechts, dann Schokofruchtleder. Das Ganze kann man eben gut auf Vorrat halten, auch mal für schwierige Zeiten. Hier auf der anderen Seite geht es weiter. Haferflocken, Leinsamen, Mandeln, die nehme ich für ein glutenfreies Brot. Dann auch gekeimte Sprossen. Hiervon seht ihr Buchweizen. Weiter hinten gibt es auch noch andere gekeimte Saaten, wie zum Beispiel auch gekeimte, getrocknete Sonnenblumenkerne. Dann habe ich hier von Jurassic Fruit einiges an Nüssen, Mandeln, Haselnüsse und Maulbeeren, die weißen Maulbeeren. Die sind übrigens von Jurassic Fruit sehr, sehr lecker. Dann habe ich hier selbst getrockneten Pfefferminz- und Zitronenmelissentee, also selbst getrocknete Zitronenmelisse und Pfefferminz, die wir für Tee verwenden. Weiter geht's mit Trockenfrüchten und Nüssen. Da haben wir hier Zeternüsse, Haselnüsse, Pekannüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, auch ein paar Hanfsamen, dann getrocknete Pflaumen, die zuckern schon tüchtig aus, Datteln, dann hier auch selbst getrocknete Zimtsterne, dann hier noch getrocknete Apfelscheiben, dann hier noch ein bisschen was von Jurassic Fruit, getrocknete Tomaten und Macadamianüsse. Dahinter sind noch Mandeln, getrocknete Apfelstücke, getrocknete Birnenstücke. Die sind übrigens von einer lieben Freundin aus dem Südtirol. Sehr, sehr aromatisch. Dann haben wir hier noch Rosinen. Daneben sind noch getrocknete Kakaobohnen. Und dahinter noch Datteln, Drachenfrucht getrocknete und getrocknete Jackfrucht. Nüsse, Trockenfrüchte und getrocknete Sprossen eignen sich sehr, sehr gut für die Vorratshaltung. Das sind die Säulen unserer aktuellen Versorgung. Biokiste, Lieferungen von südlichen Früchten, Wildpflanzen, selbstgezogenen Sprossen und ein Vorrat an Trockenfrüchten, Nüssen, Kernen und grünen Pulvern und Presslingen. Zu den Themen Sprossen ziehen. Gesundes Grün das ganze Jahr über mit dem Fokus auf Wildpflanzen und Vorräte dürren habe ich auch schon E-Books geschrieben. Die könnt ihr einzeln kaufen oder auch günstiger in verschiedenen E-Book-Paketen. Ihr findet den Link zu den E-Books unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar findet ihr auch die beiden Telegram-Kanäle, die ich schon am Anfang des Videos erwähnt habe, meinen eigenen Kanal und dann noch den Kanal Die Vogelperspektive. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch haben die Inspirationen in diesem Video gefallen. Hinterlasst mir gerne euer Feedback, eure Meinungen und Gedanken unter diesem Video. Was haltet ihr aktuell von der Mund-Nasen-Bedeckung? Vermeidet ihr weitestgehend eine Bedeckung oder ist es für euch schon Alltag? Ich freue mich über einen konstruktiven, friedlichen Austausch. Ich wünsche euch in diesen besonders herausfordernden Zeiten ganz viel Kraft und vor allem innere Balance. Alles Liebe.